Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Erna Hüls und ich bin Ihr Coach für alle Fälle. Ich möchte Sie hier informieren, ich möchte Sie inspirieren und natürlich auch unterhalten zu Themen, die das Leben schreibt. Und das Leben hat ja bekanntlich vieles zu bieten. Es gibt Herausforderungen, aber auch Probleme, die zu lösen sind. Und wir möchten Ihnen hier mit diesem Format ganz praktische Lösungen und auch Tipps und Impulse geben, wie Sie Ihr Leben meistern. Es wird Themen geben aus dem persönlichen Lebensbereich, natürlich auch aus der Arbeitswelt. Und wir werden auch darüber reden, wie es in der Partnerschaft und in der Liebe besser klappt. Denn Sie wissen ja, Beziehungen sind nicht das Halbe, sie sind das ganze Leben. Von mir bekommen Sie auch immer ein paar Buchtipps. Ich werde Zuschauerfragen beantworten und Ihnen am Ende auch eine Coaching-Frage stellen oder auch eine Wunderfrage stellen. Also Sie dürfen gespannt sein, was heute so alles passiert. Beginnen möchte ich heute mit dem Thema Selbstbewusstsein, weil ich glaube, das ist ein Thema für jeden Menschen. Sicher haben Sie auch schon Momente in Ihrem Leben gehabt, wo Sie mehr Geld als Selbstbewusstsein bei sich hatten. Und ich möchte Ihnen dazu einen Fall aus meiner Arbeit vorstellen. Und zwar ist das Elke, die ist seit 10 Jahren Verkäuferin in einem Damen-Modengeschäft. Die hat ein Gespräch mit ihrem Chef und der Chef fragt sie in diesem Gespräch, ob sie nicht den Posten als Filialleiterin übernehmen will. Sie bittet um Bedenkzeit und ruft mich am Nachmittag an und brüllt mir ins Telefon: Frau Hüls, Sie müssen mir helfen, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Anforderungen gewachsen bin, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das kann. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Sie bekommen ein Angebot, eine neue berufliche Herausforderung oder einen höheren Posten angeboten. Und noch während Sie jubeln, rutscht Ihnen gleichzeitig das Herz in die Hose, weil Sie Angst haben, Sie könnten nicht gut genug sein. Eine Info vorweg. Kein Chef wird Ihnen einen Posten anbieten, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass Sie das auch können. Also, er weiß es schon. Jetzt muss nur noch Elke davon überzeugt werden, dass sie auch wirklich gut genug für diesen Job ist. Und ich nehme das schon mal vorweg. Sie sind viel besser, als Sie denken. Oft ist uns das nur gar nicht bewusst. Und dieses Wort bewusst steckt ja schon in Selbstbewusstsein. Und da hoffe ich, dass ich Ihnen heute auf die Sprünge helfen kann und Ihnen dazu einige Impulse geben kann. Mangel an Selbstbewusstsein ist ja ein rein menschliches Phänomen. In der Natur gibt es das nicht, in der Tierwelt auch nicht. Zumindest kenne ich keine Katze, die depressiv ist, weil sie nicht bellen kann. Vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an der Hummel nehmen. Die Hummel hat eine Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimetern. Und ihr Körper hat ein Gewicht von 1,2 Gramm. Und es gibt ja Wissenschaftler, die sich mit sowas beschäftigen. Und nach dem Gesetz der Aerodynamik ist es für die Hummel eigentlich überhaupt nicht möglich zu fliegen. Aber da die Hummel das nicht weiß, fliegt sie einfach. Oder um es mit den Worten von Henry Ford zu sagen, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder nicht, in beiden Fällen wirst du Recht behalten. Ich möchte jetzt mal die Frage klären, was ist Selbstbewusstsein überhaupt? Weil ich glaube, dass das oft falsch verstanden wird. Und zu dem Zweck habe ich Ihnen hier mal auf dem Flipchart das Wort Selbstbewusstsein schon mal aufgeschrieben. Sie sehen hier Selbstbewusstsein. Und Selbst ist im Grunde nur eine andere Bezeichnung für Ich. Bewusst kommt von Wissen. Und Bin ist, wie Sie wissen, die erste Form von Sein. Also Selbstbewusstsein heißt übersetzt nichts anderes als ich weiß, wer ich bin. Nicht ich weiß, was ich tue oder ich weiß, was ich habe, sondern ich weiß, wer ich bin. Also wenn Sie Begriffe dafür finden, Antworten auf die Frage, wer bin ich? Also zum Beispiel kreativ, impulsiv, mathematisch, logisch, strukturiert, organisiert, intelligent, klug. Das sind so Antworten auf die Frage, wer bin ich? Wenn wir Begriffe dafür haben, dann können wir auch besser begreifen, warum wir bestimmte Dinge so tun, wie wir sie tun. Und es gibt Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wer ich bin. Die können sich oft selber nicht begreifen, sich selber nicht einschätzen. Und wenn Sie Begriffe dafür finden, für Ihr Selbstbewusstsein, haben Sie immer eine Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Und interessant ist, dass ich in den Beratungen immer merke, dass ich die Menschen nur erinnern muss. Das ist ja alles da. Also Ihr Selbstbewusstsein ist da. Sie haben ja diese Stärken wie intuitiv oder emotional oder kommunikativ oder logisch oder mathematisch. Nur oft haben wir das vergessen oder erinnern uns nicht mehr daran. Es gibt Leute, wenn ich die frage, erinnern Sie sich mal, was Sie so für Stärken haben, da kommen dann Antworten wie, ja, früher war ich unentschlossen, heute bin ich mir da nicht so sicher. Also das sind Antworten, die ich bekomme und mehr auch nicht. Echtes Selbstbewusstsein hat damit zu tun, wer wir sind und nicht, was wir haben. Sonst hieß es ja, selbstbewusst haben. Sonst hätten ja alle Menschen, die viel haben, automatisch ein hohes Selbstbewusstsein. Und Sie wissen selber, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Und ich möchte Ihnen das vielleicht mal anhand dieses Püppchens hier demonstrieren. Vielleicht kennen Sie das, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen das auch zu Hause stehen. Das hat mein Sohn mir mal aus Russland mitgebracht. Also wir nehmen einfach mal an, das ist Herr Müller und der arbeitet in Firma Mustermann als Prokurist und sagt, ach, ich bin ein toller Held, ich habe einen ganz tollen Job.
und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Und was passiert? Die Firma geht pleite, Herr Müller verliert seinen Job. Und wer ist er denn dann? Naja, sagt er, aber ich bin Ehemann, ich habe eine ganz tolle Frau und wir verstehen uns gut, wir haben eine gute Ehe. Frau trennt sich von ihm. Wer ist er denn dann? Naja, sagt er, aber ich habe zwei Kinder, also ich bin Vater und an denen habe ich auch viel Spaß. Sie wissen, wie das ist, Kinder werden erwachsen, die gehen aus dem Haus. Und wer ist er denn dann? Naja, sagt er, aber ich habe ein ganz tolles Haus mit einem großen Garten und ich habe auch viel Spaß, da in einem Garten zu arbeiten. Sie wissen ja, kommt kein Geld mehr, Haus ist weg. Und wer ist er denn dann? Naja, sagt er, aber ich habe ein ganz tolles Auto, so ein ganz schnittiges, sportliches Auto. Da habe ich auch viel Spaß dran, da kann ich auch die Straßen der Stadt unsicher machen. Wir wissen, wie das ist, Geld bleibt weg, Auto ist weg. Und was bleibt ihm denn dann? Ja, sagt er, okay, aber ich habe noch ein ganz tolles Aktienpaket. Sie wissen, was kommt. Und schauen Sie mal, in dem Moment, wo wir hier angekommen sind, und das heißt nicht, dass wir uns klein machen müssen, sondern wo wir ganz pur sind, so ohne dass wir uns mit falschen Dingen identifizieren, mit dem, was wir haben, sondern nur noch mit dem, was wir sind, wo wir praktisch nicht mehr teilbar sind. In dem Moment werden wir auch ganz authentisch. Da sind wir ganz bei uns. Das ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und nicht die Antwort auf die Frage, was habe ich eigentlich? Also da sehen Sie, kann das Leben dann auch schon mal hohl werden, wenn man sich nur damit identifiziert. Und wenn man das verliert, bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Also Sie sehen, Selbstbewusstsein ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das ist so eine tiefe Sicherheit, die Ihnen sagt, ich weiß, wer ich bin und so wie ich bin, bin ich okay. Und ich brauche dann keine Dinge mehr im Außen, womit ich mich identifiziere. Das macht auch Individualität aus. Und wir legen ja höchsten Wert darauf, individuell zu sein. Vielleicht kann ich Ihnen dieses Wort auch mal aufzeigen, was es eigentlich bedeutet. Individuum kommt von individere und das ist lateinisch und das kennen Sie alle aus der Mathematik. Dividieren heißt teilen, also nicht teilbar. Der Mensch ist ein unteilbares Wesen. Also in dem Moment, wo Sie nicht mehr teilbar sind, wo Sie ganz pur sind, ganz echt sind, ganz authentisch sind, da kann man von einem Individuum sprechen. Und das kann man auch nicht verlieren. Alles, was wir sind, können wir nicht verlieren. Alles, was Sie haben, können Sie verlieren. Aber eben nicht das. Und das ist echtes Selbstbewusstsein. Ich bin ich und so wie ich bin ich gut genug und so wie ich bin ich okay. Und vielleicht sind Sie interessiert daran zu erfahren, wie man denn Selbstbewusstsein aufbauen kann. Auch wenn Sie selbstbewusst sind, Sie wissen ja, es gibt immer Momente, wo einem das Selbstbewusstsein mal entschwindet. Heißt ja nicht, dass es nicht da ist, das ist wie die Sonne, die ist auch immer da, manchmal ziehen nur ein paar Wolken davor. Aber wenn Sie mal so Momente haben, wo Sie denken, wer bin ich eigentlich und ich weiß gar nicht mehr, was ich kann und ob ich mein Leben schaffe, dann ist es vielleicht gut, ein paar Werkzeuge an die Hand zu haben, wie Sie Ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Und da habe ich eine erste Methode für Sie, nämlich vielleicht haben Sie Lust, mal nach der Sendung jemanden anzurufen, eine gute Freundin oder einen Vertrauten, eine vertraute Person auf jeden Fall. Und die fragen Sie mal, sag mal, mit welchen Stärken siehst du mich? Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, was Sie denken. Ach, das ist ja peinlich. Was denkt denn der andere von mir, wenn ich den das frage? Ganz ehrlich, wenn Sie so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen und demjenigen sagen, worum es geht, wie wäre das, wenn Sie angerufen würden von einer guten Freundin und die würde Ihnen sagen, sag mal, mit welchen Stärken siehst du mich eigentlich? Die meisten Menschen mache ich die Erfahrung, die finden das gut, die fühlen sich sogar geehrt. Vielleicht sind Sie aber auch noch ein Kind der alten Schule und Sie denken, Eigenlob. Die meisten denken, es heißt, Eigenlob stinkt. Aber in Wirklichkeit möchte ich Ihnen eine andere Definition vorschlagen. Eigenlob stimmt. Wenn Ihre Vertrauten, besten Vertrauten, Personen oder Freunde Sie nicht loben, wer soll es denn dann tun? Wenn Sie sich nicht selber loben, wer soll es denn dann tun? Interessant ist, dass Menschen denken, naja, ich selber finde mich nicht so toll, aber ich möchte, dass du mich toll findest. Das wird nicht funktionieren. Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn Sie an sich zweifeln, die Bereiche im Leben, wo Sie noch an sich zweifeln, da werden Ihnen Menschen begegnen, die genau Ihnen das auch wieder zurückspiegeln und Ihnen diese Eigenschaften zurückspiegeln, dass Sie das nicht haben und dass das eine Schwäche von Ihnen ist. Also nicht, dass Ihnen das peinlich ist, denken Sie daran, Eigenlob stimmt und fragen Sie Menschen Ihres Vertrauens, also nicht Ihren Ex-Partner oder jemanden, mit dem Sie irgendwie in Stress leben oder so, sondern wirklich Menschen, von denen Sie wissen, dass die Sie kennen. Weil was anderes ist es nicht. Es ist eine Form von Erkennung, Anerkennung. Steht ja schon in der Bibel. Und Sie erkannten sich. Und lassen Sie sich das auf eine Liste aufschreiben und am besten zumailen oder zuschicken.
Und ich stelle die Frage gar nicht unbedingt, weil ich das jetzt als Information brauche für die Arbeit, sondern wenn ich dann sehe, wie die Kunden oder Kundinnen ihre Liste auspacken und dann aufzählen, was sie alles für Stärken haben, und ich dann frage, wussten sie das eigentlich? Dann haben die gesagt, sagen die ganz oft, ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin. Und das ist der eigentliche Grund dahinter. Und wenn ich dann den Glanz in den Augen der Menschen sehe, das ist wundervoll. Und das machen wir viel zu wenig. Wir lassen uns ja viel zu eher unsere Schwächen vor die Nase halten. Also statt dass wir sagen, guck mal, ich war einkaufen, wie findest du dieses Teil, ist das nicht schön, sagen wir vielleicht eher, guck mal, das sitzt nicht so gut, stimmt's? Also wir sind eher darauf fixiert, auf unsere Fehler zu achten, als auch unsere Stärken. Und da würde ich Sie einladen, dass Sie ab jetzt, Sie schauen ja jetzt die Sendung, den Fokus eher auf Ihre Stärken richten und auf das, was Ihnen gut gelungen ist. Also fragen Sie zwei Menschen Ihres Vertrauens, mit welchen Stärken siehst du mich? Und lassen Sie sich das aufschreiben, das ist noch wesentlich effektiver, als wenn Sie sich das nur sagen lassen. Einen zweiten Tipp, den ich Ihnen geben möchte, erinnern Sie sich mal an die Erfolge Ihres Lebens. Das ist auch etwas, was die meisten Menschen vergessen oder die sich eher erinnern an die Misserfolge. Also angenommen, Sie waren 2 Wochen in Urlaub und Sie hatten einen ganz tollen Urlaub und an einem Abend ist Ihnen irgendwas geklaut worden aus Ihrem Zimmer. Spätestens im zweiten Satz erzählen Sie davon, ja, es war ein toller Urlaub, aber wir sind beklaut worden. Also das, was uns nicht so gut gelingt, woran es liegt, weiß ich nicht. Unser Gehirn merkt sich Schwächen zum Beispiel oder Misserfolge 11-mal besser als Erfolge. Ein Kind hört auf ein Ja 17-mal Nein. Also wir sind möglicherweise auch eher auf unsere Fehler fokussiert oder auf das, was uns nicht gelungen ist im Leben. Aber wenn Sie mal darüber nachdenken, was ist Ihnen im Leben gut gelungen? Zum Beispiel, vielleicht waren Sie mal Schülersprecher, haben Ihren Führerschein gemacht, Kinder großgezogen oder eine Krankheit überwunden, eine Trennung überwunden. Vielleicht haben Sie den Mann oder die Frau gewonnen, in die Sie sich verliebt haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich, bei anderen kriegt sie der Nachbar oder die Nachbarin. Vielleicht haben Sie eine gute Ausbildung abgeschlossen oder ein Studium, eine Firma aufgebaut oder jahrelange Freundschaften aufgebaut und auch gepflegt. Und schauen Sie, in den Momenten, wo uns das Selbstbewusstsein flöten geht und wir erinnern uns aber wieder daran, wie gut wir sind und was wir schon im Leben geschafft haben, das ist, als wenn der Wind bläst und die Wolken sind wieder weg und die Sonne scheint wieder. Das Dritte, was ich Ihnen vorschlagen möchte, das ist auch eine Form von positivem Erinnerungsmanagement, so würde ich es gerne mal nennen, ist, führen Sie ein Erfolgsjournal. Und wenn Sie immer schon mal selber ein Buch schreiben wollten, dann können Sie das jetzt tun. Also in jedem Buchhandel gibt es oder in jedem Schreibgeschäft gibt es leere Bücher, also wo gar nichts drin steht. Und vielleicht haben Sie Lust, sich auch so ein Buch zu kaufen. Dann legen Sie das auf Ihren Nachtschränkchen mit Kugelschreiber natürlich. Und jeden Abend, bevor Sie ins Bett gehen, tragen Sie da 3 Dinge ein, die Ihnen gut gelungen sind. Das können ganz einfache Dinge sein. Es sind nicht die großen Dinge. Also Selbstbewusstsein aufzubauen, das hat eher mit kleiner, kontinuierlicher Kleinstarbeit zu tun. Aber irgendwann ist dieses Vertrauen gestärkt. Das ist wie bei einem Muskel. Wenn ich jetzt Ihre Fitnesstrainerin wäre, würde ich sagen, und Sie wollen Ihren Bizeps trainieren, würde ich sagen, machen Sie 20 Mal am Tag mindestens so, obwohl ich weiß nicht, ob es reicht. Ich bin ja keine Fitnesstrainerin. Und das, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, das ist eine Möglichkeit, um den Selbstbewusstseinsmuskel zu trainieren. Und der Vorteil im Gegensatz zu diesen Muskeln ist, dass der nicht mehr erschlafft. Wenn der einmal gestärkt ist und Sie haben das aufgeschrieben, dann haben Sie positives Erinnerungsmanagement. Das können zum Beispiel Sachen sein wie, ich bin heute im Mitarbeitergespräch mit Frau Müller ganz ruhig geblieben. Wenn Sie da sonst immer nervös würden, würden Sie das abends eintragen und sagen, das ist mir gut gelungen. Oder ich habe den Kindern eine Geschichte vorgelesen. Ich habe es heute geschafft, keine Schokolade zu essen. Das hat bei mir sehr oft drin gestanden. Schauen Sie, es gibt auch Bücher. Ich habe mir auch mal so ein Buch geholt. Und mein erster Eintrag war im Januar 1999, auch mit ganz einfachen Dingen. Ich habe mich heute ausschließlich gesund ernährt, bin heute günstig einkaufen gegangen, im Winterschlussverkauf, ist ja auch ein Erfolg, wenn man das geschafft hat. Und der letzte ist vom 28. April 2004. Also zumindest die ersten Monate habe ich das wirklich jeden Abend eingetragen. Und der Vorteil ist eben, dass wenn Sie mal so Momente haben, wo es Ihnen nicht gut geht, dann schauen Sie in Ihr Buch. Oder wenn Sie Selbstbewusstsein brauchen, vielleicht weil Sie ein wichtiges Gespräch vor sich haben oder eine wichtige Herausforderung, dann schauen Sie in Ihr Buch und sagen, ah ja, ich bin gut, ich weiß, dass ich das kann. Und sich daran erinnern, das ist positives Erinnerungsmanagement. Wenn wir das nicht machen, dann neigen Menschen dazu, und die Deutschen ganz besonders, sich eher auf die Misserfolge zu konzentrieren und dass uns eher die Dinge in Erinnerung bleiben, die uns nicht gut gelungen sind. Und da haben wir die Wahl. Sie können Ihren Fokus auf Ihren Misserfolg lenken oder auf Ihre Erfolge, auf Ihre Stärken oder auf Ihre Schwächen. Und ich möchte Sie eher ermutigen, dazu inspirieren, auf Ihre Stärken zu schauen.
um auf Elke zurückzukommen. Und die habe ich dann in der Beratung gefragt. Also sie hat mich ja mit der Frage konfrontiert, wer bin ich denn, dass ich das kann? Das ist eine ganz interessante Frage. Wer sind Sie denn? Diese Frage bekomme ich öfter gestellt, dass Kunden sagen, ja, wer bin ich denn, dass ich das kann? Ich bin ja nicht Greta Garbo oder ich bin ja nicht Charlie Chaplin. Aber wenn Sie auf die Stärken, auf Ihre eigenen Stärken schauen, dann haben Sie eine Antwort darauf. Also die Frage für Elke war, welche Stärken hat sie, dass sie eine gute Filialleiterin ist? Und die haben wir zusammen aufgeschrieben. Und Antworten hat sie zum Beispiel bekommen, ich bin kompetent, freundlich, fleißig, zuverlässig, motiviert, flexibel, belastbar, ordentlich, eine gute Führungskraft und verantwortungsbewusst. Das ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich denn, dass ich das kann? Und sie hatte auch die Aufgabe, das einige Wochen lang zu machen. Und sie hat diese Aufgabe auch angenommen und sie hatte immer ihren Zettel dabei mit ihren Stärken. Wenn sie mal irgendwann wieder in Zweifeln geriet, konnte sie da immer nachschauen. Und das kann jeder für sich machen. Dazu brauchen Sie keinen teuren Therapeuten zu bezahlen oder nicht mal sich viele Bücher zu kaufen. Ein leeres Buch, ein Kugelschreiber und ein bisschen Zeit und Muße am Abend, bevor Sie einschlafen. Sind ja nur oft ein paar Minuten, aber der Effekt ist sehr, sehr groß, vor allem, wenn Sie sich das zur Gewohnheit machen. Schauen Sie, das können Sie für jeden Bereich Ihres Lebens machen, wo Sie denken, da brauche ich mehr Selbstbewusstsein. Also wer bin ich, dass ich eine gute Mutter bin oder ein guter Vater? Wer bin ich, dass ich ein guter Chef bin oder eine gute Kollegin oder eine gute Freundin? Und Sie werden erstaunt sein, welche Antworten Sie dann bekommen. Vielleicht haben Sie auch Lust, gleich direkt nach der Sendung sich einen Zettel selber zu nehmen und da oben drüber zu schreiben, ich bin, Doppelpunkt, und dann mindestens 20 Eigenschaften darunter zu schreiben, welche Stärken Sie haben. Also ich bin kommunikativ, logisch, intelligent und klug und einfallsreich. Und ich schwöre Ihnen, wenn Sie das gemacht haben und Sie haben 10 Minuten dafür gebraucht, Sie werden nachher ein Lächeln auf den Lippen haben. Und wenn Sie mal überlegen, welchen Menschen vertrauen Sie? Also Ihre besten Freundin zum Beispiel, warum vertrauen Sie denen? Sie vertrauen denen, weil sie die kennen. Sie wissen, ich kann mich auf die verlassen, die haben die und die Eigenschaften und darum kenne ich die und darum vertraue ich denen. Das ist bei Ihnen selber nichts anderes. Selbstvertrauen ist nichts anderes, als dass Sie darauf vertrauen können, wer Sie sind. Und Selbstbewusstsein ist die Basis für Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen, das entwickelt sich dann ganz automatisch, wenn Sie Ihr Selbstbewusstsein einmal gestärkt und auch aufgebaut haben. Also Sie sehen, es lohnt sich, nicht nur hier den Muskel zu trainieren, sondern auch Ihren Selbstbewusstseinsmuskel. Und damit komme ich zu einer Zuschauerfrage. Und zwar von einem 43-jährigen Mann, der heißt Ralf, der hat geschrieben, ich kürze das mal ab, die Briefe sind meistens länger, ich kürze mal ab, worum es geht. Wie gehe ich mit meinen Schwächen um? Ich habe überhaupt keine Geduld und meine Frau sagt auch, ich bin zu schüchtern. Ja, lieber Ralf, gute Frage, wie gehe ich mit meinen Schwächen um? Das Erste, was ich gerne, vor allen Dingen Paaren gerne sagen möchte, ist, machen Sie Ihre Schwächen nicht so wichtig, vor allem nicht die Ihres Partners. Und eine Schwäche ist ja auch immer erst dann eine Schwäche, wenn es Sie wirklich schwächt. Und es gibt ja auch Schwächen, zum Beispiel Ungeduld, ist ja nicht unbedingt eine Schwäche, sage ich gleich noch was zu. Ich kenne auch niemanden, der reich oder glücklich geworden ist, weil er seine Schwächen ausgemerzt hat. Also auch da achten Sie nicht auf Ihre Schwächen vom Fokus her, sondern eher auf Ihre Stärken. Wenn Ihre Frau sagt, Sie seien zu schüchtern, das ist ja auch interessant, dass er das schreibt, also meine Frau sagt auch, ich bin zu schüchtern. Also wahrscheinlich leidet seine Frau darunter, dass er schüchtern ist. Die Frage ist, leiden Sie selber darunter? Schüchtern ist ja auch eine Form von Zurückhaltung. Vielleicht hat sie die Stärke noch nicht dahinter gesehen. Schüchterne Menschen können zum Beispiel sehr gut zuhören. Sie können sich eben gut zurückhalten. Sie können anderen Menschen gut Raum geben. Oder sie überlegen lange, bevor sie etwas sagen. Also was auch immer Sie für Ihre Schwäche halten, überlegen Sie mal, welche Stärke steckt dahinter. Und wenn Ihre Frau sagt, Sie sind zu schüchtern, dann kann es ja auch sein, dass das der Wunsch ist Ihrer Frau, dass Sie mehr reden und vor allem mehr mit ihr reden. Und vielleicht freuen Sie sich da auf unsere Sendung zum Thema das Schweigen der Männer. Dann nehmen Sie Ihre Frau, setzen sich zusammen aufs Sofa, schauen mir zu und dann haben Sie nachher genügend Gesprächsstoff. Ich hatte zum Beispiel mit einer jungen Frau mal zu tun, die wollte gerne Kamerafrau werden, vor einigen Jahren schon. Und sie sagte, naja, meine Eltern sagen immer, das kannst du nicht so gut, weil du bist viel zu schüchtern. Und jetzt frage ich sie, welche Eigenschaft muss man denn haben, um Kamerafrau zu sein? Schüchternheit, wenn man das so sieht wie ein Mensch, der sich gut zurückhalten kann, da kann man doch wunderbar Kamerafrau mit werden. Also ich wäre zum Beispiel sicher keine gute Kamerafrau, ich bin lieber vor der Kamera. Und wenn ich hinter der Kamera stände, dann würde ich wahrscheinlich immer mich einmischen wollen oder würde sagen, mach das mal so oder so. Also insofern wäre das für mich wahrscheinlich nicht der richtige Job. Aber für dieses junge Mädchen war es genau der richtige Job. Sie hat es nur nicht erkannt, also ihre eigenen Stärken erkannt. Wer bin ich, dass ich eine gute Kamerafrau bin?
schüchtern. Sie konnte auch sehr gut Bilder einordnen und Menschen einordnen und hatte einen Blick für die richtige Perspektive. Also was auch immer Sie für Stärken oder auch Schwächen haben, bei den meisten gibt das die berufliche Richtung an und dann sind Sie möglicherweise mit den Stärken genau an der richtigen Stelle. Ungeduld, ganz ehrlich, ich halte Ungeduld gar nicht für eine Schwäche. Ungeduld kann auch eine Tugend sein. Stellen Sie sich mal vor, Thomas Edison wäre geduldig gewesen, wir säßen wahrscheinlich hier immer noch im Dunkeln. Also er hat nicht aufgehört und ist dran geblieben, die Glühbirne zu erfinden. Man kann auch statt Ungeduld sagen, das ist jemand, der lässt nicht locker. Oder der will die Dinge schnell geregelt haben. Oder der ist zielstrebig oder schnell. Vielleicht halten Sie sich auch für chaotisch. Die Stärke dahinter ist, das sind Menschen, die wollen viel auf einmal machen. Die sind sehr vielseitig interessiert. Wenn die Stärke dahinter ist, also vielseitig interessiert. Chaotisch wird es dann, wenn man diese Stärke übertreibt. Also eine Schwäche ist manchmal auch eine übertriebene Stärke. Genauso wie ich es mit einem Mann mal zu tun hatte, der sagte, ich bin so schrecklich verschwenderisch. Wenn ich was in die Hand bekomme, ich gebe es sofort wieder weg. Die Stärke dahinter zum Beispiel ist großzügig. Er hat sie einfach nur übertrieben. Wenn man eine Stärke untertreibt, dann wäre er zum Beispiel geizig. Aber halten Sie Ihre Eigenschaften nicht automatisch für Schwächen, schon gar nicht, wenn sie Ihnen von anderen vorgehalten wird, denn das hat vielleicht manchmal auch noch ein anderes Motiv. Und dann schauen Sie immer, welche Stärke steckt dahinter. Wer leicht erschöpft ist, der ist vielleicht sehr schöpferisch und will auch zu viele Dinge auf einmal erledigen und ist sehr kreativ, nur eben übertrieben. Nervensägen sind sehr ausdauernd und geben nicht auf. Also Sie sehen, selbst hinter vermeintlichen Schwächen steckt manchmal noch eine Stärke. Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Zum Beispiel sind geniale Menschen selten ordentlich und ordentliche selten genial. Wenn Sie Lust haben, liebe Zuschauer, oder mir Ihre Kommentare schreiben wollen oder Ideen schreiben wollen zur Sendung, dann schicken Sie die gerne an mail@ernahuelz.de. Ich freue mich über Ihre Fragen und wenn es möglich ist, beantworte ich die auch gerne oder nehme die mit in die Sendung auf. Ein Buch, was ich Ihnen gerne zu diesem Thema empfehlen möchte, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist das von Theo Schönacke, heißt Mut tut gut. Ein wundervolles Buch, der beschreibt auch sehr schön, wie man sein Selbstbewusstsein aufbaut. Und überhaupt ist Theo Schönacke auch ein wundervoller Mensch und Buchautor. Weitere Buchtipps und auch wertvolle Hinweise zu diesen und zu anderen Themen finden Sie auch auf meiner Internetseite unter www.ernahuelz.de. Also stöbern Sie da mal rum, Sie werden bestimmt was für sich finden. Und wie vorhin schon angekündigt, möchte ich Ihnen jetzt eine Wunderfrage stellen. Denken Sie mal einmal an einen Bereich in Ihrem Leben, in dem Sie jetzt gerade mehr Selbstbewusstsein hätten. Und angenommen, Sie gehen heute Nacht ins Bett und schlafen und es geschieht ein Wunder. Und Sie haben genau das Selbstbewusstsein, was Sie brauchen. Woran würden Sie das im Laufe des nächsten Tages merken? Antwort von Elke auf diese Frage war zum Beispiel, ich würde nicht mehr dreimal täglich mit meiner Freundin telefonieren, um mit ihr meine Zweifel zu besprechen. Da merken Sie zum Beispiel, dass Sie sich gedanklich schon mal auf ein neues Selbstbewusstsein einrichten und die Dinge tun, die Sie dann nicht mehr tun würden, wenn Sie genug Selbstbewusstsein hätten. Also diese Wunderfrage dient dazu, dass wir gedanklich schon mal in die Richtung gehen, in die wir gerne gehen möchten. Also denken Sie daran, Selbstbewusstsein ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und nicht die Antwort auf die Frage, was habe ich? Sonst kann es, wie gesagt, in Ihrem Leben auch schon mal hohl werden. Es gibt größere Höhlen oder auch kleinere. Identifizieren Sie sich nicht mit dem, was Sie haben, sagte ich vorhin schon, und halten Sie sich an Henry Ford. Ob du glaubst, dass du etwas kannst oder nicht, in beiden Fällen wirst du Recht behalten. Trainieren Sie nicht nur diesen Muskel, sondern auch Ihren Selbstbewusstseinsmuskel, denn Selbstbewusstsein ist die Grundlage für Selbstvertrauen. Konzentrieren Sie sich nicht auf Ihre Schwächen, sondern auf Ihre Stärken. Sie wissen ja, Schwächen machen schwach und Stärken machen stark. Ich hoffe, dass Sie heute Starkes aus dieser Sendung mitgenommen haben. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuschauen hier bei Ein Coach für alle Fälle. Bleiben Sie mutig.